Hallo meine lieben Freunde, euer Paralink ist wieder am Start und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kamiko. Ja, wir haben das letzte Mal ganz knapp nur, wie man sieht, den Boss des zweiten Levels geschafft. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie schnell wir dieses Level hier umkriegen. Wie gesagt, der Part wird so lange weitergehen, bis das Level geschafft ist. Und wenn es eine halbe Stunde dauert. Diese Regel habe ich mir selbst aufgetragen und ich spüre jetzt schon, dass ich sie vor allem bei diesem Level so bereuen werde. Aber egal. Noch sieht es ja ganz gut aus. Das letzte Level haben wir einfach viel zu schnell geschafft. Also wäre es gar nicht mal so schlimm, wenn wir für dieses Level hier jetzt ein bisschen was brauchen würden. Weil, ich weiß, es ist da nur ein kurzes Projekt und es sollte eigentlich auch nur ein Zwischenprojekt für Crash sein. Aber, ja, jetzt ist es halt... Ich habe gedacht, dass es mit Crash noch eine Weile dauern wird. Aber egal. Jetzt haben wir es. Und das heißt, zwei Projekte laufen gleichzeitig. Das heißt momentan sogar drei. Eigentlich sogar vier, weil Ratchet & Clank ja auch noch nicht beendet ist. Wo übrigens höchstwahrscheinlich demnächst, ich weiß nicht genau wann, weil ich den Part noch nicht aufgenommen habe, aber ich werde ihn höchstwahrscheinlich morgen aufnehmen. Ich weiß nur noch nicht, wann der Part dann kommt. Ich werde ihn morgen aufnehmen. Nur wann er kommt, kann ich noch nicht genau sagen. Das wird zweite Teil von den Stilpunkten sein. Und ja, ich hoffe, dass ihr das Spiel überhaupt spielt und dass euch die Stilpunkte da, die ich zeige, auch helfen, weil... Noch bitte. Weil das wäre echt schade, wenn ich es für nichts mache. Weil ich hatte eigentlich gehofft, dadurch, dass ich das Spiel zu 100% spiele, mit diesen extra Videos dann ein paar Leuten zu helfen, denen eventuell Stilpunkte fehlen. Was ich nicht glaube, weil das Spiel ja schon seit Jahren draußen ist und es mittlerweile jeder, der es gespielt hatte, eigentlich zu 100% haben müsste. Aber okay. Alles ist möglich. So, weg mit dir. Ja, die sind ein bisschen nervig. Man muss denen gut ausweichen. So, ich muss mich erst mal zurechtfinden. Wir sind hier gerade in einem relativ großen Bereich. So, da war die Kugel. Hier kann ich rein. Was gibt's denn hier? Ah, ja. Ich erinnere mich. Ah, ich hätte erstmal die Teile wegmachen müssen. Das ist schwer. Weil da hat man so wenig Zeit. Also man hat wirklich ekelhaft viel, wenig Zeit. Habe ich gerade viel gesagt? Ich meinte wenig. Falls ich doch wenig gesagt habe, dann tut mir leid. Ich habe Alzheimer. Nein, Spaß. So, ich sollte mich nicht jedes Mal, wenn ich hier bin, treffen lassen. So, und jetzt mit Highspeed dahin rennen. So, hier und nein! Ich bin an der Kante hängen geblieben. Das gibt's doch nicht. So, ein paar Leben. Und wenn's geht, keine verlieren beim Einsammeln. Okay. Und mit Highspeed zurück. Hier durch und drüber. Ja, super. Das hat schneller geklappt, als ich es das erste Mal gespielt habe. So, da haben wir schon mal das Lebensupdate. Sehr schön. Wo bringt uns dieser Teleporter hin? Hier hin, okay. Gut, dann müssen wir den Kampf nochmal machen. Ah, oh mein Gott. So. Aber der Kampf sollte ja nicht allzu das große Problem sein. So, du bist weg. Dann laden wir uns mal auf, weil ich glaube, den Angriff habe ich noch gar nicht gezeigt. Wenn man den Angriffsknopf gedrückt hält und dann loslässt, dann haut man alles um. So, komm her. Zack, zack, zack. Sehr schön. Gut, so. Muss ich überlegen, wo wir überhaupt lang müssen. So, da unten ist zu. Das auch zu. Ja, dann ist die einzigste Möglichkeit hier. Oh, hier hätte ich richtig was machen können, wenn ich aufgeladen hätte. So. Zum Glück ist die Hitbox von diesen Lasern so seltsam, dass wenn ich manchmal irgendwie halb durch die durchrenne, trotzdem keinen Schaden bekomme. So, ein paar Leben. So, zack. Weg mit dir. Oh, diesmal sogar ohne, dass sie sich nochmal teleportiert hat. Ja, wieder getroffen.
So, Tür auf. Was ist hier? Ein Schlüssel. Ne, Moment, den lassen wir nochmal fallen, bis ich weiß, wofür der da ist. Weil ich habe das Spiel halt auch nur ein einziges Mal gespielt. Und auswendig kenne ich die Level deshalb noch nicht. Weil in diesem Level, das habe ich mehr oder weniger zu 50% aus Glück geschafft. So. Tut mir leid. So, was gibt's denn hier? Ah, hier ist das Endportal. Und was gibt's hier? Wir haben noch nicht mal das erste Siegel, ne? Da ist eins. Mal gucken, wo wir hier lang kommen. Ich hoffe, hier geht's auch zu einem Siegel. Dann hätte man nämlich schon mal zwei gesehen, zumindest. Dann ist halt nur noch die Frage, wie wir rankommen. Kommt es mir nur so vor, dass der Sound ziemlich leise? Einen Moment mal. Nee, scheint in Ordnung zu sein. Bin mir nicht sicher. So, dahin. Zack. Genau. In diese Richtung hier. Na, zack. Und dann hier drauf. Und da haben wir schon ein Siegel. Sehr schön. Zack. Weg mit euch. Sehr schön. Da sind noch welche. So. So, erstes Siegel haben wir schon mal. Sehr schön. Gut. Gespeichert. So, wo, oh mein Gott. So, wo geht's hier lang? Was ist da drin? Eine weitere blaue Kugel. Ja, da müssen wir uns aber erstmal den Weg frei machen. Und zack. Okay, sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch unbeschadet hier durchkommen. Und. Okay, die Gegner tauchen gar nicht mehr auf. Sehr schön. Und rein da. Oh, das war knapp. So, dann geht das auf. Er hat mich sogar nicht mal getroffen. Dann wollen wir mal wieder ein paar Punkte sammeln. Damit wir auch schön alles öffnen können, was wir sehen. Sag, können mich diese Strahlen überhaupt treffen? Keine Ahnung. Ja, müssen sie ja, sonst wären sie ja irgendwie komplett dumm. So, und was bist du eigentlich für ein Witzbold? So, da haben wir noch ein Siegel. Sehr schön. So, das heißt, der Schlüssel muss für irgendwo weiter hinten sein. So, das dritte Siegel wissen wir ja auch schon, wo das ist. Da können wir jetzt auch gleich direkt mal wieder hinlaufen. Sehr schön. Holen wir uns hier noch die vollen Leben. So, rennen dann in Schallgeschwindigkeit wieder zurück. Da. Am besten ohne in die Gegner reinzurennen. Manchmal sprintet man so schnell, dass man einfach mit voller Wucht in die Gegner reinrempelt. Ohne das wirklich verhindern zu können. So, oh mein Gott, da zum Beispiel. So, ich könnte natürlich auch stehen bleiben und ganz in Ruhe durch die Gegend rennen, aber... Naja. Und rennen! Ah, einmal getroffen. So, Siegel Nummer 3 aktiviert. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch das vierte Siegel erstmal finden. Das haben wir nämlich noch gar nicht gesehen. Zack. Und durch. Ah, beim letzten wurde ich getroffen. Scheiße. So, was gibt's denn hier so Schönes? Hier, ja genau, da brauchen wir den Schlüssel. So. Weg mit dir. Dann holen wir ihn uns doch mal. Aber wir müssen die ganzen Gegner aus dem Weg räumen. Und wenn es geht, nicht sterben. Wäre auch von Vorteil. So, die hier spawnen jetzt wahrscheinlich neu. Ja. So, aufpassen. Aufpassen. Die verfolgen. Und sehr schön. So, da ist auch schon das letzte Siegel. Habe ich gerade ganz oben in der Ecke gesehen. Und noch ein paar von euch. Ah, ja, okay. Sie können treffen. Gut zu wissen.
Sehr schön, da haben wir alles. Ne, Moment. Moment. Uns fehlt das Punkte-Update, kann das sein? Ich meine schon. Oder? Bin ich jetzt bekloppt? Ne, uns fehlt das Punkte-Update, oder? Doch, 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 das fehlt uns. Aua. Ja. Und jetzt? Ne, Moment. War hier? Ne, hier war das Punkte-Update drin und das Lebens-Update war... Genau. Okay, okay, okay. Sehr schön. Oh. Ja. Vergessen wir das? Gut. Das wäre jetzt cool, wenn ich es ohne Schaden ans Ziel schaffen würde. Sehr schön. Da komme ich nämlich unbeschadet zum Boss. So. Wir kriegen hier noch unsere Updates. Zack. Mehr von dem Zeug. Und noch ein Leben. So, dann stellen wir uns dem Boss tatsächlich ausnahmsweise mal ungeschwächt. So, wie hast du nochmal funktioniert? Was machst du? Okay, ich glaube, ich muss die alle besiegen. Wow. So. Zack. Ja. Darf ich auch angreifen? Vielleicht? Ah, da. Sehr schön. Okay, dann heißt es also einfach nur durchhalten, so lange, bis man angreifen darf. Moment. Zack. Alles weg. So. Gut, der Boss scheint nicht so schwierig zu sein. Wenn man einfach nur ausweichen kann. Ah, da hinten, da hinten. Sehr schön. Den haben wir, glaube ich, noch getroffen. Oh, er ist sogar schon down. Na dann. Ja, dann war's das mit dem Level, ne? So, 9 Minuten haben wir insgesamt gebraucht. Ist eine solide Zeit, denke ich mal. Schön, gut, das war's dann also mit dieser lieblichen Folge. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren, wenn ihr mich unterstützen wollt. Kommentare sind immer gerne gesehen. Und ciao, Leute.